Politik ist mir egal. Mir ist wurscht, was im Rathaus passiert. Auch wenn du so drauf bist, dieser Podcast interessiert dich bestimmt. Und gleich nochmal. Herzlich willkommen zum November-Podcast. Ich heiße Christian Bauer und bin der Jugendbeauftragte und Gemeinderat vom Sauerberg. Ja, November-Podcast, es geht um die November-Gemeinderatssitzung hauptsächlich und was so dazwischen passiert ist am Sauerberg. Aber wie ihr ja am Datum merkt, es ist leicht verzögert. Das liegt daran, dass ich nicht in der Gemeinderatssitzung war im November. Ich war daheim in Quarantäne und während der Gemeinderatssitzung wird es bei mir daheim ungefähr so angehört haben mit zwei Kindern. Ja, jetzt im Nachhinein ist lustig, in der Situation, da wünsche ich das keinem. Aber der Thomas Schmidt, mein Spätzl und auch Gemeinderat, hat sich bereit erklärt, für einen Podcast so ein bisschen die Gemeinderatssitzung zusammenzufassen. Und deshalb habe ich ihn besucht und ein Interview mit ihm geführt. Grüß dich gut, schöne Gegend, schau dir mal an, wie es daher kommt. Gut, also ich nehme auf. Tom, sau gut, dass du letztes Mal in der Gemeinderatssitzung warst. Ich war ja nicht, ich war krank. Aber deshalb darfst du ein bisschen was erzählen, dass der Podcast nicht irgendwo eine Lücke hat im November 2021. Die Tagesordnung von der Sitzung habe ich ja auch gekriegt. Also ich weiß schon ungefähr, um was es gegangen ist, aber du warst ja dabei und dann konntest jetzt das Ganze mit Leben füllen. Was war denn zum Beispiel los beim, was habt ihr entschieden, wenn es um die Mitgliedschaft der Gemeinde bei der LAG Mangfalltal im Tal geht? Servus Christian, erst einmal. Danke, dass ich wieder dabei sein darf einmal bei deinem Podcast. Zu Beginn, bevor wir über die LAG geredet haben, haben wir noch das Protokoll besprochen, kurz besprochen und einstimmig eigentlich zugestimmt. Und vielleicht muss man mal dazu sagen, bei der Gemeinderatssitzung haben wir das erste Mal drei Gemeinderäte gefällt, nicht bloß du, sondern nur einer krankheitsbedingt und der dritte hat arbeitsbedingt gefällt, der hat nicht kommen können. Zu deiner Frage für die Liederförergemeinschaft, da haben wir quasi gestimmt, dass wir da weiterhin dabei bleiben. Und wir haben auch zugestimmt, dass wir den steigenden Kosten zustimmen. Das war eine Steigerung, weiß ich jetzt nicht mehr genau wie viel, aber das war nicht so wirklich ausschlaggebend. Und zusammengefasst hat der Bürgermeister dann einmal gesagt, dass wir bisher ungefähr 50.000 Euro in diese Fördergemeinschaft eingezahlt hat und einen Ertrag gehabt hat von 200.000 Euro in etwa. Kommende Projekte haben jetzt noch nicht direkt in Planung. Also wer da Ideen hat, darf gerne auf die Gemeinde zugehen. Wir haben mal kurz angerissen, dass eventuell was im Jugendraum eventuell was gefördert werden kann, im Zusammenspiel mit der Baukulturregion. Dann war noch einer im Gespräch, was ich sehr interessant finde, diese Renaturierung von der Sammerberger Pfützen wieder aufzunehmen. Das war ja ein Teil schon die Renaturierung vom Schwimmbad. Also wer sich da noch erinnern kann, war ja das früher betoniertes Becken. Und jetzt ist ein schönes Schwimmbad. Und speziell geht es da um den Bach, sage ich mal, Richtung Graubach, da die Ach, glaube ich, ist das. Mhm. Ja, cool. Das ist, also die LAG, die macht ja nicht nur so Riesenprojekte, wie jetzt auch unser Beteiligungsprojekt sponsert die auch, sondern auch die kleinen, wie zum Beispiel den Podcast. Also der Podcast ist ja auch LAG gefördert. Ah, stimmt. Ja, genau. Ja, also das Gerät, in das wir gerade einsprechen, das hat zu 80% zumindest die LAG gezahlt. Cool. Und wenn die Gemeinde da mehr aussammeln kann als einzahlt, dann ist das ja immer ein guter Schritt. Sowieso. Ja. Also viermal mehr rausgeholt, als wir bis jetzt einzahlt haben. Und den Schnitt halten, glaube ich, hat der Sauerberg ganz viel davon. Auf alle Fälle. Und wenn für die Jugend sogar noch was dabei rauskommt, ist ja uns als Jugendbeauftragte dann nur am allerliebsten. Ja, wir müssen bloß dran bleiben. Wie bei allem. Ja. Wir essen in den Schweinsbrunnen. Gut, nächster Punkt. Wahrscheinlich habe ich mir im Vorfeld gedacht, das ist bestimmt der, wo am längsten geredet und diskutiert wird, kommunale Parkraumbewirtschaftung. Also da geht es um Parkplätze und Verkehr. Und Parkplätze ist ja bei uns im Gemeinderat und auch in der Bevölkerung immer ein heißes Thema. Ja, da hast du richtig vermutet. Das war das Thema, was eigentlich am meisten diskutiert worden ist. Losgegangen ist erst einmal mit der Bewirtschaftung von Wanderparkplatz in Schwaibern. Das war der einzige Wanderparkplatz am Sauerberg eigentlich, oder zumindest das größere Parkplatz, wo bis jetzt umsonst war zum Parken. Wir haben uns jetzt mit der Gemeinde Nussdorf so einigen können, dass wir den bewirtschaften. Also das heißt, wenn Schlaglöcher haben, dann
richten wir den Parkplatz wieder. Dafür kriegen wir, dürfen wir heute aber auch Parkgebühren erheben. Also wir werden dann jetzt Parkautomaten aufstellen und mit der App kommen wir dann natürlich auch den da zahlen. Ja, weil wie ist das, der gehört eigentlich zum Gemeindegebiet Nussdorf, oder? Genau, was? Der ist auf dem Gemeindegebiet Nussdorf, da ist wirklich direkt unterhalb von dem Parkplatz, läuft die Gemeindegrenze durch. Und aber kehren dort das Gelände nicht der Gemeinde Nussdorf, sondern an Bayerischen Forst. Und mit dem muss man dann auch nochmal einen Vertrag abschließen. Also ist alles nicht so einfach. Und einige Gemeinderäte haben auch die Idee gebracht, ob man den Parkplatz nicht gleich größer machen kann. Weitergegangen ist dann mit einem Antrag zur Errichtung von einem Parkplatz, ich sage jetzt mal zwischen Riert im Winkel und Schweibern, einem privaten Grundstücksbesitzer, der sagt, ja, er parken die Leute eher in der Wiesen drin und dann darf er jetzt quasi sein Grundstück zur Verfügung stellen oder darf er auf sein Grundstück ungefähr einen 2000 Quadratmeter großen Parkplatz machen und da halt einfach dann Parkgebühren erheben. Mit dem Antrag ist er zur Gemeinde gekommen. Die Gemeinde hat sich dann natürlich mit dem Landratsamt, mit dem Kreisbaumeister kurz geschlossen. Und nach wirklich längerem Hin und Her zwischen Landratsamt, Regierungsbezirk Oberbayern, Kreisbaumeister und Gemeinde, hat der Kreisbaumeister gesagt, nein, es geht so nicht, weil das, wenn er privater macht, dann ist das wie ein Gewerbe im Außenbereich. Es war wie, wenn man jetzt eine Gewerbehalle oder irgendwas hinstellt. Wenn das die Gemeinde aber machen hat und dann im Nachhinein mit dem Grundstücksbesitzer irgendeinen Pachtvertrag macht, dann ging es wieder rum. Und somit, sage ich mal, war die Diskussion ein bisschen entbrannt. Ich für mich persönlich habe gesagt, braucht man keinen Parkplatz nicht, weil wir haben einfach schon viel genug Autos hinten und meiner Meinung nach zirkt man sich mit mehreren Parkplätzen noch mehr Leute und das vertragt einfach unsere Region nicht mehr. Mit der Meinung war ich aber im Großen und Ganzen fast allein. Der Antrag ist dann quasi mit 10-2 für eine weitere Planung des Parkplatzes zugestimmt worden. Das heißt jetzt, die Gemeinde holt Kostenschätzungen ein von verschiedenen Architekten, lasst das einmal schätzen und dann müssen wir Gemeinderäte zusammen mit dem Bürgermeister in einer Gemeinderatssitzung oder in einer Bauausschusssitzung wieder bewerten, ob das überhaupt wirtschaftlich ist. Weil der Parkplatz ist ja doch ein bisschen ab von Schuss, sage ich mal, wenn man da parkt, dann geben wir, sage ich mal, allein schon 25 Minuten, bis man überhaupt am ersten Wanderweg ist. Und da ist halt die Frage dann, ob der Kosten-Nutzen-Faktor da überhaupt gegeben ist, weil da werden selten Leute stehen, nur wenn es wirklich ganz voll ist bei uns herum, dann wird der genutzt werden. Und dann ist wieder die Frage, ob es nicht trotzdem neben der Straße irgendwo in der Wiesn stehen, weil der kostet dann auch 5 Euro. Ne? Ja, du hast jetzt gar nicht gesagt, wo der ist. Also da geht es quasi drum, wenn du von Schweibern Richtung Riert runterfährst, da ist also 180 Grad Kurven und da davor war der quasi. Genau. Aber das Brutale ist, dass natürlich jetzt auch schon die Leute bis zu der 180 Grad Kurven und weiter Richtung Riert runterstehen, wenn sie vom Schweibern Parkplatz aus losgehen wollen oder vom Duftbrei aus losgehen wollen zum Heiberg. Ja, genau. Also, irgendwas hat sich natürlich der Gidi überlegt, der den Parkplatz bauen möchte, aber ob das Sinn macht, da hast du schon recht, da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ja. Also da waren erste Kostenschätzungen da, der von was ist, ungefähr 100.000 Euro für so einen Parkplatz. Und wenn man das einmal dann runterrechnet, da braucht es 20.000 Autos, bis der Parkplatz überhaupt einmal abgezahlt war. Ne? Und die Fotos, was wir da gezeigt gekriegt haben, die sind halt einfach wirklich meiner Meinung nach ein Tag, wo sie wirklich brutal zugeht. Und das sind halt einfach, glaube ich, nicht die Masse an Tag übers Jahr, was wir da haben. Und dann ist halt, wie gesagt, müssen wir einfach abschätzen, ist das dann wirtschaftlich oder nicht. Meiner Meinung nach wird es nicht wirtschaftlich sein. Und klar stehen jetzt da die Autos, aber meiner Meinung nach müssen wir dann da einfach Maßnahmen ergreifen, dass die Autos da einfach nicht mehr stehen, weil die dürfen da eigentlich gar nicht stehen. Die sind jetzt eh zwei Broschüren, in dem einer, glaube ich, gibt, also ich sowieso und der komplette Gemeinderat und Bürgermeister gibt da auch recht, wenn irgendwas nicht wirtschaftlich ist, dann werden wir das auf keinen Fall machen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn du dann 100.000 Euro ausgibst und dann aber, was weiß ich, 10 Jahre brauchst, bis du überhaupt das ganze Profit abschmeißt. Wo wir zwar uns auch nicht einig werden, wo die Gemeinderäte teilweise auch, also die anderen auch teilweise sagen, durch einen Parkplatz mehr oder weniger wird die Zahl der Besucher nicht zu- oder abnehmen. Aber das ist ja halt
Da gibt es auch wieder Argumente dafür und dagegen, das ist oder so. Deshalb sind ja verschiedene Leute im Gemeinderat und jede Meinung hat da ja auch seine Berechtigung. Ganz genau so sehe ich es auch. Und wenn es einen Masterplan gab, wenn man weniger Verkehr am Sauerberg hätte, dann hätten wir es, glaube ich, alle schon gemacht. Wir wissen es halt einfach nicht. Wir müssen es probieren und jeder macht es, glaube ich, nach bestem Gewissen. Ja, schon, weil da sind wir uns auch wiederum alle einig. So ein Verkehrschaos, wie manchmal zwischen Oberstuf und Riert, zwischen Dorgel-Alm-Parkplatz, Waldparkplatz, Duftbrei und Schweibern-Parkplatz, das mag keiner. Also da geht es ja auch um Sicherheit, da werden links und rechts neben der Straße Autos parken und es kommt kein Rettungsfahrzeug mehr vorbei. Da sind wir uns auch alle einig, dass wir das verhindern wollen. Ja, ganz genau. Das war jetzt auch das Hauptargument von den anderen Gemeinderäten, dass man die Rettungswege quasi frei hält. Und das ist ja wirklich oberstes Ziel, glaube ich, von einer Gemeinde. Man kann halt darüber streiten, kann man das jetzt vielleicht schon durchsetzen oder braucht es da noch einen zusätzlichen Parkplatz dafür? Ich bin der Meinung, man kann es jetzt schon irgendwo durchsetzen, man müsste jetzt halt einfach wirklich mal rigoroser sein. Aber wie gesagt, wir diskutieren oft darüber, immer wieder mal. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Selbst bei den Kontrollen sind wir uns einig, glaube ich. Also alle Gemeinderäte, wir zwar uns auch, weil wenn wir nicht mengen, dass da Leute irgendwie falsch parken, dann müssen wir halt kontrollieren und dann müssen die Leute halt zahlen. Genau, dann müssen sie zahlen und vielleicht muss man halt einfach mal pro Sonntag mal 5 oder 10 Autos abschleppen. Ja? Nur glaube ich so geht es mittlerweile nur noch. Es geht nur noch über den Geldbeutel. Ja, rumsprechen muss es. Vielleicht muss einmal in der Zeitung irgendwas stehen, wie dass da halt was abgeschleppt wird. Ganz genau. Erst einmal dauert das jetzt noch eine Zeit, du hast ja gesagt, das kommt dann in den Bauausschuss oder nochmal dann danach im Gemeinderat, und wenn wir dann weitermachen mit dem Parkplatz. Weil nächstes Jahr ist dann im Frühjahr wieder Krokusblüte am Heilberg und das sind dann genau die Tage oder Wochenenden, da wo es brutal zugeht. Ich glaube, bis zur Krokusblüte wird der Parkplatz noch nicht stehen. Selbst wenn wir wollen. Jemand hat wieder gefragt, ob die Gemeinde ein bisschen Geld übrig hat. Was habt ihr entschieden? Wer kriegt was? Genau, wir haben entschieden, das ist das katholische Bildungswerk. Die haben eine Anfrage gehabt von 1200 Euro Unterstützung und das evangelische Bildungswerk, die wollten bloß 300 Euro. Wie genau die Summen zustande kommen, weiß ich nicht. Wir haben es natürlich genehmigt, genauso wie im voriges Jahr auch schon. Passt, war noch irgendwas Spannendes bei Bekanntgaben und Sonstiges? Ja, kann man eigentlich schon sagen. Der Bürgermeister hat da bekannt gegeben, dass die Bürgerversammlung online über YouTube abgehalten wird. Mittlerweile ist ja das schon passiert, war eigentlich eine recht bärige Geschichte. Tom, wie hast du denn die Bürgerversammlung gefunden? Ich bin ja grundsätzlich schon eher der Freund, dass man sich irgendwo trifft und da vielleicht ein bisschen Ratsch drüber und so weiter und so fort. Also Präsenz ist mir natürlich immer lieber, aber so wie es technisch umgesetzt war, habe ich das echt gut gefunden. Man hat die Präsentationen super anschauen können, die Pudel und die Videos, wo es gezeigt worden sind, ist eigentlich recht gut rübergekommen. Voraussetzung ist halt natürlich eine gute Internetverbindung. Ist leider noch nicht am Sangerberg überall, aber kriegen wir auch noch hin. Das Einzige, was mir ein bisschen abgegangen ist, ist halt einfach so ein bisschen ein Blick in die Zukunft gewesen. So ungefähr, was ist am Sangerberg 2022? Was wird da passieren? Was haben wir vor? Dass man mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagt. Ne? Also hundertprozentig sagen kann man es ja nie, weil dann kommt wieder Unwetter, dann haben wir da Wasserleitungen oder sonst irgendwas kaputt. Irgendwas Unerwartetes immer, aber ich glaube, ein bisschen einen Plan haben wir ja und das hätten wir vielleicht noch ein bisschen mit einbringen können. Genau. Aber ansonsten war es ja ein recht schöner Überblick, was im letzten Jahr passiert ist. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Vielleicht war das in der Präsenzveranstaltung in der Halle unten, war da eine Frage gekommen am Schluss oder so, dann hätte sich das ergeben. Ja. Aber du hast recht, falls die Situation nächstes Jahr wieder so ist, dass man nicht Präsenz abhalten kann, dann ist das auf alle Fälle ein Verbesserungsvorschlag. Dann hat die Gemeinderätin Irene Schulze-Strein noch quasi gesagt, ob man nicht einen Artikel in der RSZ machen kann für den Dr. Schmeling, also für den Helferkreis von den Flüchtlingen. Und hätte gemeint, so ungefähr, ob es nicht Familienpaten gibt, dass halt einzelne Familien eine Patenschaft für Flüchtlingsfamilien bei uns am Sangerberg übernehmen. Der Bürgermeister hat dann gesagt, ja, werden wir prüfen, können wir schon machen. Und hat nochmal erzählt, dass er quasi mit Rohrdorf, mit der Gemeinde Rohrdorf im Gespräch ist und sie da eine Stelle teilen wollen für Asylanfragen, ne? Also als Unterstützung für den Helferkreis. Und dass wir da auch noch ein Treffen mit der
Bundestagsmitglied der Frau Ludwig im Kindergarten stattfinden wird. Genau, da ist ja auch um Unterstützung für Flüchtlingskinder gegangen und so weiter. Des Weiteren hat der Gemeinderat Ulwolfgang noch gefragt, wie es an der Flugwacht oben ausschaut. Das ist ja der, sag ich jetzt mal, Betonbunker zwischen Obereck und Storkirchen. Da haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung, glaube ich, mal beschlossen, wir schauen uns das einmal an, ob der irgendwie baufällig ist, beziehungsweise lassen wir da die Statik prüfen. Und genau, und das wird jetzt passieren. Also das ist bis jetzt noch nichts passiert. Und das werden wir jetzt nochmal forcieren, dass wir das heuer vielleicht noch hinbringen. Dann, ich habe dann nochmal gesagt, ja, der Zuweg zur Schule und zum Kindergarten, Feuerwehr und Schwimmbad und so weiter von der Törwanger Seite aus, der ist immer wieder ausgeschwappt und dass man da jetzt endlich mal was Endgültiges machen muss. Und ja, da wird auch geprüft, was man da machen kann. Und mein, im besten Falle wäre mal jetzt das Waldstückel oder der Feldweg so herkriegt, dass ihn jetzt nach einmal Ringen nicht wieder ausschwappt und man halt auch mal mit dem Kinderwagen sorgenfrei, sag ich mal, durch die Kurven in den Wald reinfahren kann. Genau, und das waren eigentlich so die Punkte, wo wir noch bei Bekanntgaben und sonstiges waren. Gut, ja, das mit dem Felsenweg, das ist ja schon mal angesprochen worden, ich glaube in der letzten Gemeinderatssitzung oder war es schon vorletzte. Da ist auch geprüft worden, jetzt schauen wir mal, ob das wahrscheinlich jetzt im Winter wäre es noch da gar nichts mehr, jetzt schauen wir mal, ob das dann im Frühjahr was wird. Aber weil du gerade gesagt hast, Daniela Ludwig, vielleicht schneiden wir es dann aus, aber ich habe mir nämlich den Facebook-Post von der Daniela Ludwig angeschaut, den hat ja der Georg und der Sammerberg auch verlinkt. Die war da bei uns im Kindergarten, hat sich die Situation angeschaut, die hat ja der Herr Schmeling schon in der letzten Gemeinderatssitzung geschildert, dass die relativ viel Migrationskinder zur Integration im Kindergarten sind und dass das eigentlich ganz gut hinhaut. Nicht eigentlich, sondern es haut ganz gut hin, aber es kostet viel Zeit und Mühe. Und dann hat die Daniela das auch im Grunde so geschrieben, könnt ihr euch alle auf Facebook anschauen. Und das, was mir irgendwie sauer aufgestoßen hat, war, das war wirklich ein netter Text eigentlich, ja, Flüchtling integrieren, funktioniert, Erfolgsgeschichte, aber kostet Mühe und so. Und der letzte Satz ist, fest steht, der Migrationsdruck nimmt wieder zu. Wir müssen die Asyl-, Sozialarbeit und unsere Integrationspolitik auf den Prüfstand stellen. Das hat irgendwie für mich so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack, weil ich mir irgendwie gewünscht hätte, sie prüft lieber, ob man da nicht irgendwie quasi dem sozialen Bereich ein bisschen mehr unter die Arme greifen kann und nicht. Das hört sich für mich ein bisschen so aus dem Mund von einer CSU-Politikerin, hört sich das für mich so an. Wir müssen jetzt prüfen, ob das schon in Ordnung ist, dass wir so viel Leid reinlassen. Verstehst du das auch so oder ist das nur meine CSU-Allergie? Nein, das habe ich den Satz jetzt einmal schnell auf der Zunge zugelassen. Ja, ich finde, das hört sich auch blöd an. Einfach, kann man halt aber auch vorstellen, da die CSU ja jetzt in der Opposition ist, dass sie halt einfach Druck auf die neue Regierung machen möchte mit so einer Aussagen. Und meiner Meinung nach, bei so einem Thema, bei uns am Sangerberg, gehört keine Bundespolitik her. Nicht in so einem Post. Also wirklich nicht. Lassen wir es mit der großen Weltpolitik. Das haben wir noch nicht. Am Sangerberg war die Bürgerversammlung online. Das hat ja auch was mit Welt zum Tag, gell? Im Weltweiten. Ja. Wie du gesagt hast, ich habe es auch super gefunden. Gut. Tom, vielen Dank. Sehr gern. Sehen wir uns das nächste Mal in der Dezember-Gemeinderatssitzung in Präsenz. Ja, genau. Hoffentlich können wir das noch in Präsenz alles durchziehen. Aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir in Zukunft auch die Gemeinderatssitzungen live über YouTube übertragen. Das war so ein Wunsch von mir. Ich glaube, das war recht cool. Wieso nicht? Es gibt ja jemanden, der das kann. Ja, eben. Der Konrad von Fallenbach, der hat das echt genial gemacht. Unverhofft. So, es geht einmal so. Auch wenn ich nicht in der Gemeinderatssitzung bin, dann habe ich ja 13 Leute, die ich fragen kann, wie es so war. Muss man nicht das Sitzungsprotokoll durchlesen, das übrigens ihr auch jederzeit in der Gemeinde einfordern könnt und durchlesen könnt, wenn es euch noch genauer interessiert, wie es war. Mir hat es jetzt Spaß gemacht mit dem Tom zum Ratschen. Ich hoffe, ihr habt das auch kurzweilig gefunden. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir ist aufgefallen, ich war noch nie in der Gemeinderatssitzung nicht da. Also die November-Sitzung war die erste, die ich verpasst habe. Sonst war ich immer da.
brutal fleißiger Gemeinderat, kann man sagen. Nur kurz zur Online-Bürgerversammlung. Ich habe ja die Ehre gehabt, dass ich dabei war. Ich habe einen Bürgermeister unterstützen dürfen. Hat mir viel Spaß gemacht, da bei so einem Ereignis, das das erste Mal online war, mitwirken zu dürfen. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, falls euch, ja, also ihr hört ja den Podcast immerhin jetzt fast bis zum Schluss, gell? Also gehe ich davon aus, euch interessiert das politische, gesellschaftliche Geschehen am Sommerberg. Und falls dem so ist, nehmt euch 1,5 Stunden Zeit, schaut euch auf YouTube die Bürgerversammlung jetzt auch noch im Nachhinein an. Wenn ihr es nicht live verfolgt habt, das Video kann man immer noch streamen. Ich finde es genial, weil durch dieses Video, das man ja das ganze Jahr über streamen kann, kann sich jeder auf einen gewissen Wissensstand bringen, was so am Sommerberg los ist. Ich glaube, dass das viel auch Nicht-Sommerberger wahrgenommen haben. Also man merkt es ja an zum Beispiel einer Frage, die ist aus Rosenheim gekommen. Da geht es um die Parkgebühren. Aber schaut es euch einfach an. Sehr empfehlenswert. Mir bleibt bloß noch zum Sagen, vielen Dank fürs Zuhören vom Podcast. Wenn nichts dazwischen kommt, dann, wie gesagt, bin ich im Dezember selber wieder in der Sitzung und werde euch dann berichten, was so kurz vor Weihnachten noch in der Gemeinderatssitzung los war. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Bauer. Servus!